Hallo liebe Freunde des gepflegten Echtzeit- und Aufbaustrategiespielspaßes und willkommen zurück zu Surviving the Aftermath. Die Katastrophe, die Pandemie rollt an. Wir haben einen Haufen Obdachlose, wir bauen hier oben gerade noch eine Notunterkunft. Oh, was ist hier mit dir? Der Recycler hat, jetzt bin ich gerade verwirrt. Haben wir jetzt schon drei Recycler? Oh, shit. Ich dachte, wir hätten nur zwei. Hier ist Metall. Geh mal dahin. Haben wir jetzt. Ich dachte, wir haben nur eins, zwei. Ach nee, das ist ja. Wir hatten noch einen zweiten Schürf zugebaut. So war es, oder? Ich bin schon total verwirrt. Und ein Schneider, genau. Schürfzug. Ach ja, hier, genau. Der geht dahin. Gut. Wir haben ein Metall. Juhu! Wow! Und wir brauchen, mehr Häuser. Gut, dass wir kein Metall haben. Ach, das ist zum Kotzen. So, wir bauen das mal dahin. So. Wir werden wieder mehr Wasser verbrauchen. Wasser sind wir gerade auf einer ganz guten. Auf einer ganz guten Situation. So, hier. Ach, scheiße, jetzt die Weltkarte funktioniert. Oh Gott. Wisst ihr, was ich mal mache? Ich speichere mal kurz. Und wir laden den Spielstand mal neu. Ich hoffe, das hilft, dass die Weltkarte sich wieder zurücksetzt. Okay. Was war das für ein Ton? I have no idea. So, ja, Pandemie wissen wir. Jetzt gehen wir mal auf die Weltkarte. Kann ich jetzt wieder... Oh, jetzt kann ich die Leute wieder anklicken. Na Gott sei Dank. So, greif ihn mal an. Er hat gut Schaden genommen. Das gefällt mir. So, hier oben, komm, greif du auch an. Okay, sie hier. Komm, geh zurück jetzt hier. Was ist mit ihm? Ja, du gehst auch zurück. Und er kann schon wieder loslaufen. Jetzt ist die Frage, in welche Richtung. Geh mal dort zu dem Sektor. Und siehe... Geh mal zu dem Sektor. Ach, hier sind auch noch immer noch Medikamente drin. Mist, der hat nicht alle Medikamente mitgenommen. Das war nicht der Plan. Aber gut, so, die bauen die Bretter ab, dann können wir hier auch weitere Felder hinpflanzen. Jetzt haben wir wieder 71 Metall, mal so vorübergehen, das ist ja super. Haben wir ja wieder neu geladen. Vielleicht gibt es ja jetzt ein Metallvorkommen, was wir abbauen können. Witzig ist, dass die Zementgeschichte nicht warten auf Arbeiter. Oh, großartig. Ja, guck mal. Wo kommt denn das jetzt her? Das ist neu. Plastikvorkommen. Man muss also noch einfach öfters mal neu laden, oder was? Also, ganz ehrlich, das ist garantiert. Das ist nicht schon da gewesen. Das hätte ich auch gesehen. Ich bin doch nicht blind. So, die Pandemie ist jetzt ausgebrochen. Ernsthaft? Wir machen Minus. Jetzt muss ich wieder so einen blöden Brunnen bauen. Oh, nee, Leute. Wirklich. So, Wasserbohrturm. Bauen wir halt einfach noch einen Wasserbohrturm hier hin. Das ist mir jetzt auch egal. Der passt da nicht hin. Baue ihn hier daneben. Die behindern sich ja nicht gegenseitig. Hier, komm. Wenn man brauchen, dann... So, jetzt müssen wir mal ganz geschwind hier gucken.
ob wir nicht mittlerweile auch vielleicht ein Metallvorkommen nach dem fünften Mal Neuladen haben, was wir abbauen können. Wie gesagt, die Dinger sind sichtbar. Man sieht die. Hier? Nee, schade. Das ist nur ein Krater. Das ist natürlich nicht gut. So, 19 Kolonisten sind obdachlos. Das war auch meistens nicht so weit weg von der Kolonie. Schade. Aber vielleicht muss dann wirklich hier erstmal die ganzen Nuklearabfälle abbauen, damit das dann zum Tage gefördert wird. Das könnte ich mir zumindest vorstellen. Hier ist Metall, das kennen wir schon. Das haben wir auch schon angefangen abzubauen. Was sind das denn für Viecher, die hier in die Erde reinhüpfen? Ratten oder was? Na gut, immerhin haben wir jetzt ein Plastikding, was wir noch bauen können. Warte mal. Achso, das ist nur... So, die Pandemie... Ja, 19 Leute sind infiziert. Wir kennen das Spielchen ja schon. Problem ist jetzt gerade eigentlich eher das Wasser. Das Ding hier muss mal gebaut werden und zwar relativ schnell. Und wir brauchen... Was ist denn hier passiert? Achso, wir haben wieder keine... Ja, kein Schrott, der zu Metall verarbeitet werden kann. Der zu Werkzeugen verarbeiten kann. Metall ist ja extra. So, dann könnten wir aber jetzt mal noch... Wenn wir jetzt wirklich Plastik bald haben, dann können wir mal den Schneider in Angriff nehmen. Also noch einen weiteren Schneider. Hier. Der kostet auch kein Metall, von daher ist er jetzt nicht so kritisch. Und den können wir eigentlich irgendwie hier... Ich hätte ihn gerne zu dem anderen Schneider gebaut, einfach damit wir die ein bisschen gebündelt haben. Aber das dafür müssten wir das Medizinzelt erstmal abreißen. Und das wird deswegen... Wohin arbeitet der Fallensteller? Das ist der Werkzeugladen. Wo ist denn der Fallensteller? Hier ist der Fallensteller. Okay, dann können wir das eigentlich mit hier unten hinbauen. Dann lasst mich mal dort eine Straße durchziehen. Und dann den Schneider. Wieso haben wir das Medizinset eigentlich nicht direkt daran gesetzt? Ich verstehe es nicht so. Den Schneider dorthin. So, was ist denn jetzt hier? Okay, er wird gebaut. Wie sieht unsere Wasservorräte aus? Okay, wir haben noch ein bisschen was. Zehn Infizierte. So, Wohnhaus ist fertig. Jetzt müssen wir mal kurz auf die Weltkarte gucken. Okay. Ah, da ist eine andere Gemeinschaft. Mit denen könnten wir handeln. Die haben Essen, Medizin und Forschung. Reisezeit 4 Tage. Reputation 50. Und wir haben hier, ich finde es witzig, dass die hier Ruinen haben, die sie noch nicht gelootet haben. Das ist, das Jodtabletten drin. Greentown, eine weitere, die haben Brot, Holz und Karotten und auch nochmal Banditen. Und die Banditen haben hier die Dinger, was ist das? Komponenten. So, hier greif mal an. Also ich bin mittlerweile der Meinung, dass der Vorteil, dass man den Spezialisten Aufträge geben kann, im Moment so nicht so richtig... Also sie kriegen Punkte angezeigt, aber man darf sie nicht anfassen. Und man weiß aber auch noch nicht so genau, man kriegt keine Meldung, wann die speziell mit ihren Aufträgen fertig sind. Deswegen ist das jetzt, sage ich mal, der Mehrwert davon. Das Feature ist ganz cool. Der Mehrwert ist so, naja, okay. Der größere Mehrwert ist aber einfach, dass sie alle zur gleichen Zeit ihre Punkte wieder aufgefüllt bekommen und man das irgendwie in irgendeiner Form nutzen kann. So, greif ihn an. Ernsthaft? Der hat noch verschissen mal einen Punkt gehabt und du schaffst es nicht, ihn rauszunehmen oder zwei Punkte. Oh. So, die sieht hier. Roger that. So. Handelsverträge sind verfügbar. Öffne das Handelsmenü. So, dann gehen wir mal. Das ist die Werkstatt. Mal kurz auf
einfache. Wo ist denn die Hand? Das ist das Handelszentrum, genau. Öffne das Handelsmenü. Das ist dann wohl. Ach, hier. So, wir haben Trinity. Wie funktioniert das jetzt? Getroffene Gemeinschaften 2. Aktive Handelsrouten 0 von 2. Deals verfallen in einem Tag. So, wir könnten jetzt mit Trinity wild handeln oder Medikamente und mit Greentown Karotten oder Bretter. Ein sehr, also was zu Trinity steht hier, eine sehr geheimnistuerische und argwöhnische Gruppe, die im Umgang mit Fremden auf ihrem Land sehr vorsichtig ist. Scheinbar besitzen sie viele Ressourcen, aber sie verkaufen ihre wertvollsten Ware nur an die, die sich deren würdig erwiesen haben. Und Greentown? In Greentown ist der Name Programm. Errichtet auf den fruchtbarsten Landflächen im Umkreis, wächst hier so ziemlich alles, was die Bewohner anpflanzen. Hier gibt es die unterschiedlichsten Erzeugnisse in Hülle und Fülle, mit denen auch gerne gehandelt wird. Gut, Essen brauchen wir jetzt aktuell nicht. Wir handeln mal das Wild. Auch wenn wir Medikamente bräuchten, aber wir haben 94. Du treibst... Okay, was kostet mich denn das? Was muss ich denn jetzt dafür bezahlen? Ist das for free? Aber wir können ja eh 2 Handelsrouten machen. Aber steht nicht da, was es kostet. Gut, dann holen wir uns Wild und Medikamente. Auch nicht schlecht. So, wir haben 36 noch Metall. So, wir haben jetzt wieder genügend Wasser. Und jetzt können wir doch mal gucken hier Medizin. Was ist der Vorteil des Instandhaltungswerks? Automatische Reparaturaufgabe, wenn ein Kolonist ein Instandhaltungswerk zugewiesen ist, werden durchschnittlich Gebäude innerhalb der Arbeitszone. Das ist vermutlich eine wirkliche Katastrophe am Feldhospital. Ach, guck mal, das braucht sogar kein Metall. Warum bauen wir denn das dann nicht? Lasst uns das mal bauen. Und zwar. Warum eigentlich nicht hier? So, hier, wir geben da mal eine Prio drauf. Das kostet nur 20 von diesen Plastikdingern. 10 Zement, 10 Holz und 4 Komponenten. Das ist eigentlich easy machbar. Vor allem brauchen wir sie auch, weil die scheinbar die Medizinzelte nicht nachkommen mit der Behandlung. Von daher ist das jetzt wichtig. So, Spezialisten sind einsatzbereit. Was ist, wenn wir denen jetzt das Zeug von der Nase wegluten? Sind die uns da sauer? Ne, scheinbar nicht. So, hier. Was ist, wenn ich den nach Greentown reinschicke? Kann der sich da regenerieren? Das wäre mal interessant, ob das geht. Weil dann könnte man, dann müsste man die auch nicht mal wieder zurückschicken, ne? Wisst ihr das? Dann könnte man auch jedes Mal die in irgendeine Gemeinschaft reinschicken, dass sie sich dort heilen. So, hier gibt es auch nochmal, hier gibt es Teile. So, und sie hier, mach ihn jetzt bitte. Komm, hau ihn um. Danke. Gibt es da Metall am Flugzeug? Oh, Komponenten. Nein. So, warten wir auf einen Bauarbeiter. Grundsätzlich sind aber alle Ressourcen da. Jetzt hat der Bau begonnen. Das ist sehr gut. 28 Kolonisten sind in 48. Shit. Vielleicht wird es notwendig, tatsächlich noch eine... Wir machen mal kurz auf normale Geschwindigkeit. Ein weiteres Feldhospital zu bauen und das dann vielleicht irgendwie hier oben am anderen Ende der Stadt. Die Komponenten sind halt das teure Element noch an. Ich gehe mal kurz in den Technologiebaum und gucken mal, was wir jetzt hier noch machen können. Delikatessen. Hier haben wir alles. Abbau von Aggression und Wissenserhalt. Bibliothek. Texte aus der alten Welt in einer Bibliothek zu erhalten, hat viele Gründe. So können die Menschen aus der Vergangenheit lernen oder sich mit schönen Geschichten von der rauen Realität ablenken.
Hier kommt jeder auf seinen Geschmack, sodass jeder Besucher eine kleine Erhöhung seiner Zufriedenheit erfährt. Für den Bau werden Unterhaltungskisten benötigt, die auf der Weltkarte geplündert werden können. Okay, das macht im Grunde nur Zufriedenheit. Mehr nicht. Sicherheit haben wir alles erkundet. Okay, dann... Pff, wir haben 1000 Forschungslämpchen, dann... warum sollte ich dann jetzt das nicht forschen? So, das hier ist hoffentlich gleich fertig. Wir haben 43 infizierte Kolonisten und 11 sind obdachlos. So, perfekt. Hier, Leute, geht da rein, tut nichts. Das wird sich gleich ändern. Und hier drüben hat er wieder das Problem, dass er keinen Wald hat. Dann gehen wir hier den Wald abholzen. Was ist mit unserem Förster? Der forstet hier auf. Das hier, da fehlt noch Plastik. Ansonsten wird das dann auch gebaut. Und hier passen jetzt wie viele Leute rein? 6 Bewohner. Und die bewegen sich auch schon zügig dahin. Das finde ich gut. Werden behandelt. Und ihr seht schon, es sind wieder 52. Und das nächste Feldhospital ist gleich fertig. Am Tor ist jemand. Eine Wissenschaftlerin. Eine ältere Frau mit weißen, rosaroten Strähnen im Haar nähert sich. Mit jedem Schritt klirren rhythmische kleine Glasflächen aneinander. Der einst weiße Laborkittel ist jetzt ausgeleiert und zerrissen. Aber es umgibt sie eine Aura der Würde. Mir wurde gesagt, dass ich in dieser Gegend eine Kolonie finden würde, die Medikamente benötigt. Das müsste wohl dann hier sein. Man nennt mich die Apothekerin. Kann ich euch irgendwie helfen? Ganz ehrlich, das Angebot nehme ich nicht an. Denn Klamotten haben wir nicht für Forschungslämmchen, brauchen wir auch nicht. Witzig ist, dass man hier nur die Medikamente sieht, aber nicht die Antibiotika. Die werden uns hier oben in der Leiste gar nicht angezeigt. Aber davon haben wir jetzt das letzte Mal auch von der alten Frau schon zweimal welche bekommen. Und dafür müssten wir Teile hergeben, die wir aktuell auch nicht haben. Und für Jodtabletten gebe ich ihr nicht von unseren 9 Komponenten 8 Stück. Das tut mir leid. Das bedeutet, dass du entweder sehr arm oder sehr reich bist. Um deinetwillen hoffe ich das Letztere. Die wachsen hier nicht gerade auf den Bäumen. Sie packt ihre Tasche, nickt kurz und geht durch das Tor. Jo, alles klar, hau rein. So, das Hospital ist im Bau. Wir brauchen es auch relativ bald, denn die Medizinzelte scheinen nicht mehr auszureichen. Und wir haben 47 infizierte Kolonisten. Das ist nichts gut. Das wären auch teilweise immer mehr. So, hier, Komponenten. Okay, sehr gut. Aber viel Schaden hat sie ihm nicht gemacht. Zumal wir hier noch Jodtabletten direkt vor der Nase den anderen weglooten können. Ja, hier den. Wow, er haut ihn mit einem Schlag um. Das ist natürlich geil, dann können wir uns die Komponenten dann beim nächsten Mal holen. So, was deckt sie hier auf? LOL. Ernsthaft. Wir hauen einen weg und decken den nächsten. Aber der hat Metall. Der hat Metall. Das brauchen wir so. Hier, er. Hau weg. Er hat Teile. Das ist auch nicht schlecht. Gut, damit haben wir alle Spezialisten schon wieder bewegt. So, hier, das Ding ist fertig. Jetzt sind es schon 63, die infiziert sind. Huiuiuiuiui. Das sieht nicht gut aus. Das sieht nicht gut aus. Ich baue auch mal ein weiteres Wohnhaus. So, hier. Ne, hier. Die Symbole sind auch noch nicht so richtig. So, die Pandemie ist scheinbar vorbei. Jetzt werden auf jeden Fall, es kommen keine neuen Kolonisten dazu, die krank sind, sondern wir müssen einfach nur die krank sind jetzt mal abarbeiten. Ja. Die Zelte arbeiten.
Da sind alle dabei. Die Slots sind halt nur begrenzt, aber die Anzahl der kranken Kolonisten geht runter. Und damit würde ich auch noch sagen, sind wir am Ende der heutigen Folge. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir ein Däumchen nach oben da. Wir haben die Pandemie überstanden. Ich hoffe, es kommt nicht noch eine weitere Welle, aber wissen tun wir das nicht. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir ein Däumchen nach oben da. Mein Dank geht raus an meine großen Unterstützer. 122er Krongsturm, Parsival, Kulle und Ködö. Und wir sehen uns dann wieder zur nächsten Folge von Surviving the Aftermath. Macht's gut, ciao, ciao. Euer Oher.